zunächst einmal, glaube ich, ist es einmal sehr, sehr beeindruckend zu sehen, was alles im Verlauf der Geschichte aufgeboten wurde, um die Sicherheit der Bevölkerung herzustellen und sicherzustellen. Und das zeigt uns, dass Sicherheit eben ein Grundbedürfnis der Menschen ist, wenn sie sich dazu entschließen, sich zu vergesellschaften, gemeinsam eben sozusagen durchs Leben zu gehen. Da hat sich ja nicht viel geändert. Was sich aber ändert, das sind die Bedrohungen. Was sich ändert, das sind die technischen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und uns als Politikern kommt die Aufgabe zu, hier die idealen Rahmenbedingungen herzustellen. Das betrifft den Bereich der Ausbildung, das betrifft den Bereich von genügend Personal, wo wir jetzt eine große Offensive auch am Weg haben. Und es betrifft natürlich den Bereich der Ausrüstung, wo wir laufend daran interessiert sind, unsere Polizistinnen und Polizisten mit den besten Gerätschaften, mit dem besten Material auszustatten, weil diejenigen, die unseren Schutz garantieren, auch selbst am besten geschützt sein müssen. Wir leben ja in einer Zeit, wo man immer wieder darüber diskutiert, was muss ein Staat alles machen, was können nicht andere vielleicht besser erledigen. Und da sehen wir, dass wir im Bereich der Sicherheit doch etwas haben, was man nicht auslagern kann. Das ist eine Kernaufgabe des Staates und ich sage ja immer, es ist eine der vornehmsten und eine der wichtigsten Aufgaben, die ein Staat zu erledigen hat. Und ich glaube, das kommt auch sehr, sehr schön in dieser historischen Ausstellung zum Ausdruck, wenn man sieht, wie man sich über den Verlauf von Jahrtausenden und dann später von Jahrhunderten in immer dichteren Folgen darum bemüht hat, diese Sicherheit auch zu gewährleisten im Interesse der Bevölkerung. Ich glaube, dass das notwendig ist, gerade in sehr schnelllebigen Zeiten zu zeigen, dass das nichts ist, was willkürlich ist, sondern dass das quasi auch die Erfüllung eines Grundbedürfnisses der Menschen ist. Und ich darf mich ganz, ganz herzlich bei den Personen bedanken, die diese Veranstaltung möglich gemacht haben, die damit unglaublich viel Herzblut, mit unglaublich viel Leidenschaft die Vorbereitungsarbeit gemacht haben und die das auch heute in einer sehr, sehr anschaulichen und publikumsnahen Art und Weise präsentieren. Und ich glaube, so etwas hat es sich verdient, dass es auch Folgeveranstaltungen gibt.